Ja, ich wollte schon sagen. Ey, Captain Obvious, und du siehst da hinten, das mit Stein sieht doch hammer episch aus, oder? Ja, sieht gut aus. Und hier die Kante da, die hier wird auch versteint. Oh. Jetzt her. Und hier dementsprechend, hier vorne wird halt auch noch alles abgebaut auf die Höhe und auch versteint, dass man hier so ein Plateau hat. Wobei ich hier, glaube ich, noch ein oder zwei nach vorne gehen werde. Dass es ein bisschen weiter nach vorne geht. Hier kommt Holz rein, hier neben kommt wieder Stein hin. Also eigentlich werden alle großen Kanten so gesagt versteint, bis auf hier bei unserem Beet, da kommt halt Holz rein. Ja, das sieht schon echt geil aus. So, daneben kommt dann halt auch Stein hin. Und oben, oh, jetzt packe ich hier wieder Erde hin. Und oben kommt dann halt, zum Beispiel jetzt hier kommt dann halt oben so drei Zäune und hier dann halt so Stone Bricks lang. Ah, okay. Also langsam nimmt das da schon Form an, würde ich mal behaupten. Ja, würde ich auch mal so sagen. Warte mal, ich baue dann schon mal. Ich überlege, ob ich mag. Ja, du Komm mal überlegst, ob du nochmal. magst. Komm mal nochmal. Sekunde, 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 Sekunde. Ich brauch einen Rat. Ja. Ich habe jetzt ja hier noch diese kleine Zwischenebene. Die habe ich ja gelassen, weil da das Tor ist. Und das wollte ich auch so haben, dass halt da drüber nur noch ein Dirt ist, gerne. Meinst du, ich sollte jetzt hier diese Ebene, die jetzt hier so zwei höher ist, einfach noch komplett abtragen und auf die Höhe bringen? Und dann sind halt dementsprechend hier die Kanten noch größer. Oder soll ich die kleine Höhe auf die hier auftragen? Also, dass ich das hier auffülle bis auf die Höhe. Würde die kleine Ebene hochbauen. Also so. Ja. Okay. Ich würde nämlich auch jetzt hier auf der anderen Seite das genauso machen. Ein bisschen. Also so groß wie ich jetzt das Grundstück für uns machen werde. Ja, hier auf der Seite auch in der Höhe alles abtragen, ne? Ja, Meinst du? ja. Ja. Ich guck mal hier oben erstmal, wie groß ich das Grundstück machen werde. Wahrscheinlich so weit, wie die Treppe gerade ist. Minecraft kann sich mal wieder mit der FPS-Anzahl bei mir nicht entscheiden. Ja, bis da, ne? Ja, habe ich mir auch nämlich gerade gedacht. Dann mache ich schon mal die Grenze. Die Bäume nerven jetzt ganz doll. So. Huch. Deshalb müssen da Zäune hin. So, das heißt, Das ist unser Hauptgrundstück jetzt. ach, hier muss ein Baum weg. Ay, caramba. Leck, leck, leck. Okay, dann geht das hier hoch. Hier kommt dann die Treppe. Gut, dann fülle ich jetzt das hier noch auf. Tap, 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 tap. Ah, mein Mammutbaum ist gewachsen. Und was ist gewachsen? Guck mal Richtung Strand. Welchen Strand? Das ist eine Insel, der hat auf jeder Seite Strand. Rechts von unserem Haus, wenn du davor stehst. Ach so, das Ding da hinten meinst du. Ja. Oh, ein Apfel. Kann ich schon abbauen dann. Das gibt so gut wie ein Stack voll. Ja, Also der ist schon noch recht geil. kleiner, aber ja. Die bringen gut was. So. Geht er noch größer? Es gibt halt höhere, aber das ist jetzt ein kleiner. Es gibt, glaube ich, drei verschiedene Höhen, so. Oh, ein zu tief. So. Du kannst mal Zäune machen. Ja, ich habe jetzt genug Holz wieder. Zäune und Treppen, falls wir keine mehr haben aus Treppen aus dem Dschungel. Totenholz. Und Zäune. Zäune wird aus dem O-Ark-Scheiß gemacht.
So. Das Holz hier brauche ich vorerst mal nicht mehr. Warum lagerst du eigentlich das Holz in zwei verschiedenen Kisten? Das rechte, das ist so komisches Holzzeug. Und das andere ist Holz, was man zum Bauen. Also richtig. Nein, zum Bauen. Hier waren Holzblöcke drin und in der da waren Holzblöcke drin. Ach, da ist ja auch noch Holz drin. Fail. Ich packe nämlich das Holz mal in die Kiste rein und ich gucke da vorhin rein, da waren noch so drei Stacks drin. Hö, warum sagt er, wir haben kein Holz mehr? Lass ich ihn mal farmen. So. So, was brauchen wir? Zäune und? Zäune und Treppen. Gut, Treppen haben wir noch. 1, 2, 3, 4. Mach ich mir gleich mal Spitzhacken. 1, 2. Das. Eisen. Ein Apfel. Was habe ich jetzt hier noch? Sand. Der kommt da rein. Den Dirt lasse ich mir mal noch im Inventar. Den kann ich, glaube ich, noch gebrauchen. Okay, dann gehe ich mal weiter abbauen. Ja. Wir müssen so viel fucking Stein schmelzen. Oh ja. Ach fuck, ich brauche nochmal Erde. So. Erde abbauen ist irgendwie so irgendwie nicht spannend. Meinst du? Meine ich. Marc, wir sollten übrigens noch in die zweite Etage ein paar Fenster reinmachen, fällt mir gerade so von außen auf. Ja, es ist mir auch genau gerade eben aufgefallen, als ich zum Haus geguckt habe. Ja, ich guck gerade so zum Haus, so, weil ich mir denke, so auch die Gärten, die haben ja so einen leicht japanischen Touch. Wie sieht denn eigentlich unser Haus so von außen aus? ein Block. Sollen die Fenster genauso aussehen wie unten oder anders versetzt? Nein. Gleich, okay. Gleich würde ich sagen, hier müsste ja eigentlich oben passen, wa? Ja. Abbauen, yay. Jetzt habe ich gerade 80 FPS, ey, ohne Spaß. Das Minecraft kann sich nicht entscheiden. Ich habe auch 80 FPS. Ich glaube, das liegt mehr am Server anstatt an mir. Jetzt habe ich 40. Ich habe 79. Fick dich. Jetzt habe ich 30. Jetzt habe ich wieder 79. 50, 40. Mann, Spiel 30, 40, 50, 70. Spiel, entscheide dich bloß nicht. Da unten wollte ich gar nicht abbauen.
den auch nicht. Scheiß Gelecke. FPS, könnt ihr euch jetzt mal entscheiden, wie viel FPS ich jetzt so haben darf? Ich würde mich auch mit 30 in Ruhe so begeben. Lass mal wieder kurz schlafen gehen. Ja. Ich muss hier in der Treppe dann nochmal nachher ein bisschen rumreißen. Apfel. So. Oh, mein Hunger ist ganz leer. Passt. Dann ess was. Das wäre eine Idee wert. Das ist fertig, dann kann ich da noch einen Stack reinhauen. Ist da noch genug Kohle drinne? Ja. Da ist auch noch genug Kohle drinne. Auch nochmal reinhauen. So. So zwei Stacks wieder Stone Bricks. Und ein paar Saplings. So, pennen gehen. Marc, verschwinde. Ja, ich habe jetzt nur eine Türseite zugemacht. Lass mich. Fick dich. Damit hast du nicht gerechnet. Fick dich. Doch. Marc, hast du die Zäune schon fertig? Ja, ich will die jetzt hier gleich ranbauen. Erstmal. Nur will ich. Die Skelette verstecken sich im Schatten von dem Bau, Marc. Ja, ich bin jetzt schon begradigt, du. Tut mir leid. So. Marc, ich habe dir gerade nicht zugehört. Hast du jetzt schon die Zäune fertig? Ja, ich baue die gleich rum. Okay, perfekt. Hast du die Treppen schon fertig? Ja. Kannst du mir die mal geben? Ich habe nur 24 Treppen. Ich weiß nicht, wie viele du brauchtest. Wahrscheinlich mehr, aber wo baust du denn jetzt einen Zaun? Oder was machst du da hinten? Ich will hier einmal ganz rum. Da? Ich will hier ein bisschen mehr Platz haben und hier noch eine Platte hin. Nein, das war doch... Mann, Marc, du machst mich fertig. Da kommt jetzt überall Zaun rum, wollte ich jetzt so haben. Aber dann ist das nicht symmetrisch zum Hühnerstall da hinten, da. Oh. Ich hab was zum Braten. Marc, du hast eins zu weit gebaut, du Genie. Ich will jetzt aber nicht direkt den Zaun hier haben. Ich wollte noch einen Platz mehr haben. Warum? Ist doch breit genug zwei. Und dann ist das aber unsymmetrisch. Müssten wir den Hühnerstall eins zurücksetzen. Das können wir auch machen, theoretisch. Also musst du wissen. Den könnten wir theoretisch auch, aber dann finde ich halt den Abstand zwischen den Stellen so groß. Ach ja, ein Gemeinschaftshaus ist nicht einfach. Ja, das ist es nicht. Aber so finde ich jetzt halt blöd, wenn wir jetzt halt so ankommen. Kannst auch einfach den Hühnerstall eins zurücksetzen. Ich glaube, das ist dann besser. Ja, also willst du jetzt hier so ein Dreier-Dings da haben? Ja, wenn du das unbedingt willst, ich hab da nichts gegen. Mir ist das scheißegal, ich wollte es einfach nur ein bisschen größer bauen. Ja, aber ich glaube, das ist einfacher, ist, als hier jetzt die ganze Erde wieder wegzumachen. Deshalb setz einfach den Hühnerstall eins zurück. Pass auf, dass keine Hühner abhauen. Ja, ja, ich baue zuerst das Holz, die Zäune innen drin auf und ja, dann baue ich sie außen. Voll klug. Huhn, verpiss dich. Mach auch das Zaungate an die nicht. Gleiche Stelle. Das Tier verpisst sich nicht. Ja, dann lockt die danach mit Seeds einfach weg. Fertig. Ja, genau, jetzt kommen die da noch mehr rein. Das sind Hühner, Marc. Krasse Hühner. Ich brat mal den einen Hühnerschenkel. Hust. Wollen wir denn jetzt aufhören erstmal? Ja. Ja. Wenn ich hier fertig bin mit dem Zaun. Okay. Dann gucke ich dir noch blöd zu dabei. Lock du mal bitte da drin die Hühner weg, ey, die nerven mich. Okay. Ich kann ja eine mal die Seeds mitnehmen und die poppen lassen. Put, Hühner, put, 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 put.
Gut, dann kann ich hier vorne. Boot, 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 Hühner. Boot, Boot, Boot. Ja, komm, das lässt du nun auch. Marc, beim letzten habe ich keine Machtgewalt. Doch jetzt. Marc, nutz die Chance. Nutz sie. Ja, ich mach nutz jetzt sie. Die, ich mach nutz die sie, Fenster Marc. Rein. Oh. Sonst passiert nämlich sowas. Jo, reicht. Nutz sie, Bub.